Fromm und wahrhaftig sein behütet den König, und sein Thron besteht durch Frömmigkeit. Bald wird sich das Jahrtausend wieder neigen, und Gottes neue Stunde bricht herein. Wird dann der König seinen Thron besteigen und eine Ordnung bei den Völkern sein. Denn wie sie jetzt auf das Jahrtausend warten, erfüllt die Stillen in dem Land mit Angst, weil sie zu lange auf den König harten, der nur das Reich sucht, das du, Herr, verlangst. Die Völker stehen ganz erstarrt in Waffen, und er gilt wie der neuen Tode denkt. Wenn sie auch sichern zu den Schwertern schaffen, bleibt dennoch nur der Untergang verhängt. Dass sie im guten Wahne noch vernichtet, das ist die ärgste Wirrnis dieser Welt. Nun muss der kommen, der sein Kreuz aufrichtet und dieses Zeichen über alles stellt. Die Welt in Waffen ist gar sehr entkräftet, und manche sieht den Trug in ihrer Macht. König, der den Blick aufs Kreuz geheftet, von keinem sonst wird Hilfe uns gebracht. Nur wer das Kreuz sieht, hat von fern verstanden die Heiligkeit im irdischen Gericht. Wenn Könige dann Golgatha nicht fanden, so fanden sie auch ihre Throne nicht. Nur wer das Kreuz sieht, hat von fern verstanden die Heiligkeit im irdischen Gericht. Könige an Golgatha nicht fanden, so fanden sie auch ihre Throne nicht. Könige an Golgatha nicht fanden, so fanden sie auch ihre Throne nicht.